Schön, dass du heute dabei bist bei der rustikalen Eiflerkruste mit Sauerteig. Dazu brauchen wir natürlich Salz, das Mehl, der Onkel Huberts Mehl, das mit Sauerteig versetzt ist, den Buchweizen, den gibt es auch mit dabei und in den gebe ich gleich unser kochend heißes Wasser und lasse es mindestens 2 Stunden stehen, besser noch länger. Dann saugt es sich richtig gut voll. Das Mehl der Onkel Huberts Mühle geben wir nun in unsere Rührschüssel hinein. Das Salz kommt dazu und natürlich der komplette Buchweizen. Aufgefüllt wird das Ganze mit Wasser. Und nun darf die Maschine den Teig ganz dolle kneten, bis er eine lehmige Konsistenz hat. Wenn das erreicht ist, kommt der Teig in eine zweite Schüssel, wird abgedeckt und darf nun gut über Nacht, also ich sag mal 12 Stunden, 18 Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Das tut ihm richtig gut, darüber freut er sich. Anschließend gehe ich mit einer Teigkarte dran, hole den Teig aus der Schüssel raus und forme ihn mir ganz locker zurecht. Dazu mache ich ein bisschen Mehl drumherum, schiebe das mit einer Teigkarte unter den Teig herunter und forme mit den Fingern, so wie ich ihn gerne hätte. Da ich hier in dem Fall eine längliche Form nutze, mache ich mir natürlich länglich. Nun kommt er in die Form hinein. Ich habe sie ausgelegt mit einer Dauerbackfolie. Kannst natürlich auch nochmal als Backpapier nehmen. Und darin darf er nochmal etwas ruhen. So, du siehst, das geht relativ einfach. Und da drin darf er es nochmal, ja, 20 Minuten ruhen. In der Zeit heize ich den Backofen auf 270 Grad, also Maximum Ober-Unterhitze vor. Anschließend schneide ich das Ganze mit einem gezackten Messer ein und nun kommt der schöne Teig in den Backofen und darf aufgehen. Ich lasse ihn 10 Minuten bei der Temperatur oben und dann drehe ich ihn runter auf 220 für weitere 30 Minuten. Und dann ist das Brot fertig. Übrigens, in der neuen rustikalen Eifler Kruste findest du übrigens nicht nur Buchweizen, sondern auch noch Leinsamen. Also Superfood durch und durch. Und so sieht unser leckeres Brot aus, wenn es fertig ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Und falls du noch kein Abo hast, das gerne noch nachholst und die Glocke aktivierst, damit du keines meiner nächsten Videos verpasst. Auch wenn du die Videos weiterteilst, unterstützt du mich als YouTuber enorm und darüber freue ich mich sehr. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis bald, deine Silke.